Nee. Nee, schon genug Zeit hier verbraucht. Oh, warum ist da schon wieder jemand? Haben die kein Leben oder so? Zerstöre es! Brauchen wir was? Nein. Zum Auffrischen. Wer braucht denn schon was zum Auffrischen? Das legendäre Pokémon erscheint nicht. Es ist dunkel und ich hab Hunger. Und dann an dir reagiere ich mich jetzt ab. Was macht dieses Grabotag mit dem Grabi dort unten? Okay. Wie kann ich jetzt die zwei Turteltörpchen einfangen? Das ist jetzt meine weitere Frage hier. Die gehen wieder so ekelhaft hin und her. So. Grabi, du störst. Ach Mann, ey. Das sieht man wieder. Wenn die zu zweit sind, ist das so nervig. Wie sonst was. Egal, komm. Minun, kümmere dich um diese blöden Viecher hier. Natürlich, das Grabi erwischt nichts, wollte ich sagen. Oh, das war jetzt gut gemacht. Yes. Lakritze. Ich habe das jetzt nie wirklich gegessen. Aber ich glaube, wenn ich es mal gegessen habe, dann sagen wir es so, ich bin ein Fan von Süßigkeiten und ich habe nie wieder, wenn ich das vielleicht mal in der Kindheit gegessen habe, habe ich es halt danach nie wieder gegessen. Also heißt das, dass es mir nicht geschmeckt hat. Aber ich glaube, es riecht auch nicht gut. Vielleicht hat mich das immer abgeschreckt. Also nein. Ich mag es auf jeden Fall nicht. Sonst würde ich es heute essen. Ich suche mir ein bisschen Ärger und kriege einen auf den Deckel. Das bezeichnet man wohl als jämmerlich, oder? Boah. Da ist endlich mal jemand, der selbst reflektierend das Ganze betrachten kann. Dass ich sowas erleben kann. Tja. Kap, kap, kapito. Kap, 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 kapito. Kap, kap, kapito. Okay, dann lasse ich die Carpador wieder. Wie komme ich eigentlich darunter? Riech göttlich. Wie weißt du, wie ein Gott riecht? Hast du dich mal an Gott geklammert? Erstens mal, wo hast du Gott getroffen? Das würde mich auch interessieren. Und hast dann eben geschnüffelt oder was? Was bist du denn für einer? Das muss ich mir jetzt vorstellen. Erstmal so richtig schnüffeln. Wenn man jemanden kennenlernt. Das solltest du dir lieber abgewöhnen, würde ich sagen. So. Tja, man kann alles so aufbauen, dass es falsch klingt. Oder man kann dir Worte in den Mund legen, die du. Was machen die da? Ich greife sie dauernd von hinten an. Tja. Komm, 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 du! Oh, come on. Weg. Weg. Ja, was die. Nervig. Nervig wie und die. Immerhin tun sie mir ein bisschen leid, wenn ich sehe, wie. Ja, wie sie flüchten möchten, nicht? Aber die können nicht. Sehr, sehr böse. Wir waren ja eigentlich beim Ausgang. Naja. Sollte man das nicht so machen, wie ich es gerade mache? Was das angeht, habe ich auch eine Geschichte. Was? Wie du an Gott gerochen hast, da hast du auch eine Geschichte drauf. So. Du. Attacke! Und Mission erfüllt, wie es ausschaut.
Auch wenn ich noch was vorgehabt hätte. Naja. Stalkst du mich, Spencer, oder warum schreibst du mich genau jetzt, wo ich es geschafft habe, an? Das ist mir suspekt. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass die Powerrock-Bande im Koka-Tunnel gesehen wurde. Bin auf dem Weg. Sobald du fertig bist, treffen wir unseren Dictory-Statue beim Ausgang in Richtung Ringstadt. Warum gibt's hier so viele? Hallo? Es würde mich interessieren, wenn die jetzt so stehen bleiben. Wie viele Punkte das geben würde. So ist das jetzt nicht mehr nice. Gut. Wäre halt eine reizvolle Aufgabe gewesen. Wir haben jetzt hier einen Knuffenser. Vielleicht kann das Knuffenser uns aushelfen. Wo war jetzt die eine Stelle? Ich glaube in dieser Richtung, oder? Ja, links. Ja, nein, nein, nein. Runter und dann links. Wenn er die Geschichte nicht schreiben will, dann will er sie nicht schreiben. So einfach ist es. Und es hat sicher einen Grund, warum man sowas nicht schreiben möchte. Ist eigentlich recht easy. Knuffenser kann ja nichts machen. Ach, was ist mit dem Zubat los? Hast du kein Leben oder was? So. Badadümbum. Was? Da fragt sie was. Braucht sie Wasser oder was, was? Woher kommst du eigentlich? Mir riecht es jetzt endgültig! Hast du uns vorher zugehört? Und deswegen hast du nur Riechen im Kopf? Nein, gar nicht! Hier gibt es kein legendäres Pokémon! Außerdem sind meine großen Brüder schon abgehauen! Und unsere Rüpel können auch wohl nicht Paroli bieten! Da muss ich es wohl selbst in die Hand nehmen! Holt eine Knarre raus und schießt dich ab. Ende, Game Over. Hier kommt der Star des Abends, Kamerupt. Es wird Zeit für unseren Auftritt. Einfach so unangekündigt natürlich. Sodass ich überhaupt mich nicht vorbereiten kann. So was sehe ich gern. Warst du nicht überrascht, mein Kamerupt zu sehen, als ich anfing, auf der Violine zu spielen? Das ist kein gewöhnliches Instrument. Es ist ein instrumentartiger Funkom, den unser Boss extra für das Power Quartett gebaut hat. Warum ich dir das alles erzähle? Weil ich einfach dumm bin. Für diesen Funkom benötigt man auch nicht auf selbstgefälligen Gerechtigkeit. Dieser Funkom kontrolliert die Pokémon über Musikalität, Rhythmusgefühl. Achso, ich habe nur Rhythmus gelesen und habe mich gefragt, was ist das für ein Wort? Und solche Sachen. Ja, ja, ja. Ups, das waren vielleicht einige Informationen zu viel. Ja, jetzt kommen wir mal drauf, dass sie eigentlich ziemlich viel plappern. Ich bin jedenfalls bereit, aber da du ja in jedem Fall verlieren wirst, darfst du dich in Ruhe auf den Kampf vorbereiten. Ihr seid so dumm. So dumm. Solltest du auch bereit sein können, können wir natürlich gerne sofort beginnen. Ja gut, wenn das so ist. Dann holen wir noch ein Quapuzzi. Und dann sollte es die Sache gewesen sein. Greift uns von hinten an. Perfekt, um uns zu erledigen. Und was sagt sie dann? Nee, du darfst dich vorbereiten. Ja, scheint nicht sehr viel im Kopf zu haben. So. Didi bip bip. Budi bip bip. Bodo bup bup. Bidi bip bip. Dubu dup bup. Bidi bip bip. Dudu dup bup. Budi bip bip. Oh, du blödes Quapuzzi, ey. Du entkommst mir nicht. Hier gerade. Ich sehe gerade. Ich habe lang nicht mehr gespeichert. Oder? Schnell. Ah. Das Ladekabel ist drinnen. Das war knapp. Eigentlich nicht. Aber es war knapp. So.
Du interessierst mich nicht, nur du interessierst mich. Du interessierst mich. Du, 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 du. Das zweite Quapuzzi ist nicht mehr Quapuzzi, also lassen wir Quapuzzi Quapuzzi sein. Quapuzzi, jetzt greifen wir dich wieder von hinten an. Ha! Hast du keinen Bock, Protagonist, oder was ist los? Ich habe jetzt nichts gedrückt. Okay. Vielleicht wollte mir das Spiel sagen, hey, speichern! Okay, dann speichere ich. Warum ist der so nach unten gestürmt? Komisch. Einfach nur komisch. Fast 1000 verworfene Frames. Was war denn heute los? Das ist ja Wahnsinn. So, ich bin bereit. Los, Kamera, mach den Ranger ein bisschen Feuer unter seinem Hintern. Ja, gut. Die Musik. Oh, yes. Oh, come on. Die Erfahrungspunkte, ey. Tja. Was sagst du jetzt? Aua, du bist wirklich gut. Wieso schließt du nicht dich nicht uns an? Wenn ihr wirklich diesen Beweggrund habt, den ich mir gedacht habe, wäre es schon irgendwie eine Überlegung wert, aber so dumm wie ihr seid, dann sage ich lieber nein. Da kommt jemand. Es gibt Ärger, richtig viel Ärger. Ein Ausnahme-Ranger erschien plötzlich und hat uns alle in Rekordzeit aus dem Weg gefegt. Ihr Trottel, sagt die Richtige. Zuerst werdet ihr von diesem Ranger besiegt und dann noch einmal von einem anderen. Ein dritter Kampf wird wohl auch kein besseres Ergebnis einbringen. Das heißt dann wohl tschüss. Die sind nicht wirklich alle im Kopf. Es scheint, als hätte sich die Powerwalk-Bande zurückgezogen. Du sagst, sie haben einen legendären Pokémon gesucht nach keine Worte verschlucken, wozu nur? Du hast in jedem Fall diese Mission erfolgreich absolviert. Lass uns nach Ringstadt zurückkehren. Wir haben es über dem Mars absolviert. Wir haben uns um diese Heinis gekümmert. Das war eigentlich nicht unsere Aufgabe, nur mal angemerkt hier. Jo, hallo Sibi. Wir haben uns lang nicht gesehen. Wie geht es dir? Falls du nach Ringstadt unterwegs bist, werde ich dich begleiten. Dabei kannst du mir auch gleich erzählen, was du in der Zwischenzeit erlebt hast, Sibi. Notice me, please. Siehst du, wir haben Mino und Plussel, das heißt was? Okay, speichern wir. Was tun die? Was tut Min und Plussel da? Warum sind die so nach vorn gegangen? Sieht man das nur in der Aufnahme so? Dass die sich wirklich bewegen? Dank dir ist der Rockadondel wieder passierbar. Du hast die Aufgabe erledigt und dich dabei auch nicht von der Powerwalk-Bande beirren lassen. Ich befördere dich hiermit. Du? Wünscherin, sagst du, Ibi! Nach dem ganzen Ärger mit der Powerwalk-Bande tut es gut, wieder zu Hause zu sein. Sibi, das ist dein erster Aufenthalt in Ringstadt seit einer ganzen Weile. Du sollst dich ein bisschen ausruhen. Nee, du hast jetzt noch andere Sachen zu erledigen. Der Bärenherd, weißt du, der braucht mal ein bisschen pflegebedürftig, würde ich mir sagen. Also, der ist gerade auf dem Klo und er weiß nicht, wie man sich den Hintern putzt. Da musst du jetzt hin. Aber halte dich trotzdem bereit und bleibe in Ringstadt. Es kann jederzeit passieren, dass ich dich für eine Mission benötige. Das heißt, wenn du aus dem Haus gehst, dann werde ich dich anschreiben.
Liegt es daran, dass du etwas Farbe bekommen hast? Du wirkst robuster und schlossener, Sebi. Das macht mich geil. Tschüss. Ist wirklich nix? Ist wirklich nix? McFeldman, McWeber und McFisher sind Drillinge. Ach so, das meinst du. Wusstest du das wirklich alles? Mich interessiert's nicht. Die Power Rock Bande ist ein verachtenswerter Haufen. Sie versuchen, die Leute um den Finger zu wickeln, indem sie versprechen, Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht haben. Da weiß aber jemand sehr viel. Heißt das, dass du uns hintergangen hast? Du hast für sie gearbeitet, hast irgendwas gemacht und das werden wir in naher Zukunft erfahren, was du da gemacht hast. Und danach verlangen sie unglaublich viel Geld dafür. Außerdem fangen sie mit ihren komischen Funkoms Pokémon und lassen sie dann für sich arbeiten. Ja, ich denke... Warum labert der so viel? Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Power Rock Bande ein verachtenswerter Haufen ist. Der hat sehr, sehr viel gewusst und hat sehr viel gelabert. Warum? Was hat Spencer gesagt? Du sollst Ringstadt nicht verlassen, du Miststück! Ach, so schaut das aus. Man gaukelt uns Freiheit vor und in Wirklichkeit sind wir trotzdem noch gefangen. Ach so, okay. Dann werde ich mich hier in die Ecke verkriechen und warten, bis Spencer mich wieder anruft. Okay. Was, das macht mich geil, Sebi, please, die Kinder, was soll das heißen? Wenn die mich so deppert von der Seite anredet, muss natürlich so ein Kommentar kommen. Die Kinder! Die Kindier, wenn man es in Englisch aussprechen möchte, die Kindier, die Kindier, ist das neues Pokémon, das ist so ein Rentier, das irgendwie nett ist, deswegen Kindier. Okay. So. Ich glaube, ich gehe. Ich gehe. Wieder zu Spencer. So. Sebi! Karma, du brauchst dir nichts sagen. So. Du brauchst dir nichts sagen. Du hast ja nicht gesehen, was ich gemacht habe. Du hast nur gehört, was ich gesagt habe. So. Das ist dein erster Aufenthalt. Ja, was denn? Fee, du zwingst mich mit Dingsbums zu unterhalten, mit dem Bernhard. Ich will den aber nicht ansprechen. Oder soll ich diese Minigames machen? Was will das Spiel von mir? Was will das Spiel von mir? Ich darf nicht raus, ich darf nicht raus. Soll ich mit dir reden? Junger Mann, was muss ich tun, um ein Ranger zu werden? Du kannst dich bei uns einschleimen, dann stehst du ganz gut da und dann wirst du auch ein Ranger. So passiert das. Irgendwie habe ich keine Lust, Briefe an die Ranger-Basis zu schreiben. Das ist so anstrengend. Briefe schreiben, da fällt dir die Hand ab, wenn du ein Buchstaben schreibst. Sebi, die Kinder, sagen die Kinder. Also wirklich, was erlaubt ihr euch Kinder eigentlich? Einfach zu sagen, hör auf, nein, das verstört uns. Hallo? Wir dürfen mit euch umgehen, wie man möchte. Wenn ihr Nein sagt und wir Ja sagen, habt ihr es gefälligst zu tun? Das ist übrigens, was mich irgendwie an Yokai Watch gerade stört. Klar und deutlich spricht der Protagonist dauernd, er möchte das nicht, aber die anderen fahren da einfach über ihn und sagen, nö, du machst das trotzdem. Das stört mich, weil diese Moral, die da
die da, ich kann nicht reden, die da vermittelt wird, die ist irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Und dann kommen sie nur noch mit dieser Unterhosenszene daher. Das kann man vielleicht einbauen, einfach einmal so random als Scherz, wenn alles okay ist, aber in dem Spiel wird dir dauernd gesagt oder wird dauernd die Moral vermittelt. Der Protagonist, ein kleines Kind, sagt dauernd, er will das nicht, aber es muss das trotzdem machen. Das stört mich wirklich. Das, vielleicht ist das in anderen Videospielen auch oft so, aber das sehe ich jetzt bei Yo-Kai Watch einfach deutlich. Vielleicht ist es da einfach nur deutlich, das Ganze. Das stört einfach. Unterhosenszene? Ja, Unterhosenszene. Ich bin 12, also schon ein junger Mann. Ja, wenn du meinst. Der Name welches Pokémon beginnt mit Pika. Kannst du es erraten? Pika-Sam? Pikachu! War das zu schwer? Ja, eindeutig. Wer sind diese schrecklichen Leute von der Power-Rock-Bande? Sie pressen den Leuten das Geld aus der Tasche, indem sie mit ihren Pokémon bedrohen uns tun. Zudem zwingen sie die Leute, ihren wertlosen Müll abzukaufen. Und sie haben diese Fähigkeit, sich die Augen der Ranger zu entziehen. Ja, wenn das eine Fähigkeit ist, dann erklärt es einiges. In Bernhards Haus möchte ich jetzt nicht rein. Der Fliederwall ist zurück, dafür Pokémon. Du sollst uns auf den Gruppe treten, solltest du wert bleiben. Viele gerne, du nicht einschätzt, Pokémon betrüdelt, aggressiv. Apropül? Soll ich mit dir reden? Hey, sie nennen mich McFeldman! Los, Dodo! Selbst Pokémon! Prüfung! Dann sagen wir einfach mal ja. Prüfung! Es gitzelt. So, dieser Punktzahl, okay. Hol dir den Rekord. Ja, bla bla bla. So. Ist er bei Bernhard? Zu Bernhard! Nein. 5000. Oh, was labert der so viel, please? Auf geht's! Wir haben 3 Minuten Zeit. Oh jeez! Wie sie dir abgehen. Oh, schaut mal. Wieder das epische Viech, das wir vorher gefangen haben. Oh, come on. Wir haben keine Zeit. Oh jeez, das erste Pokémon gefangen. Was passiert? Hilfe! Du fragst... Oh, da ist ja noch ein interessantes Viech. Ja, hallo? Alter, das springt hoch. Habe ich irgendwelche Punkte bekommen? Kriege ich jetzt auch einen Eintrag? Jupp. Alter! Wie der einfach von alleine losläuft. Hier oben ist nix. Ich kann nicht über die Klippe springen. Was soll denn das? Alter, da kann ich natürlich runterhüpfen. Los! Bin jetzt voll auf das Viech raufgesprungen. So gehört sich's. Blum, blum! Irgendwie sehe ich keine Erfahrungspunkte, die ich da einsammle. Das ist doch blöd. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum kriege ich da keine Erfahrungspunkte? So. Vielleicht ist hier ein anderes Mon. Ein Flemmli. Ja, hallo? So. Es hat Angst! Was ist das? Was ist das? Fragte er und ich sag, haha, ich werd's dir nicht sagen. Das wird aber langsam langweilig, weißt du das? Ganze Zeit ärgerst du den armen Karma. Das war gut. Arm und Karma. So. Hüpf nicht so blöd herum. Boah! Ich hab's doch. Ich hab das Gefühl, dass ich oft die Pokémon schon gefangen habe, aber beim Absetzen vom Stift unterbreche ich dann das Ganze immer wieder. Runterhüpfen!
Da ist ein Donphan! Oh my goodness gracious! Komm mit mir, Bro. Dies. Sebi, sehr böse. Ich spüre, wie meine Nase läuft. Wie viele Punkte habe ich schon? Hey, da war wieder was. Ich habe es doch gehört, das wunderschöne Pokémon. Was bist du für einer? Mit dir rede ich jetzt sicher nicht. Wie soll ich denn 5 Punkte bekommen? Da! Jetzt kommen die ganzen Viecher daher. Lass mich dich fangen! Schaut interessant aus. Ja komm, beweg dich nicht so ekelhaft raus. Was soll man da bitte machen? Dankeschön. Nächstes Mon, nächstes Mon. Jetzt müssen wir noch ein paar dicke Brocken einfangen, habe ich das Gefühl. Da! Haben wir 2? Nein. Hat so ausgesehen wie 2. So, 1. Komm schon. Wenn möglich möchte ich jetzt schon 5000 Punkte erreichen. Es geht nicht, wenn ich das nicht einfangen kann. Da oben war noch ein Habitat. Ja, warum wird da die Zeit noch gerechnet? Habe ich noch Zeit? Oder stoppt es jetzt gleich? Okay, das ist mein letzter Versuch. Gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viele Punkte das jetzt sind. Zeit ist um! Oh, Galoppe waren sehr viele Punkte. Das müsste... Ja, 6000. Tja. First try. Was sagst du jetzt? Aha. Das Ergebnis. 9 Pokémon. 6200 Punkte. Das war absoluter Hammer. Du hast Joels Rekord nicht nur gebrochen, sondern ihn auch genick gebrochen. Tja. Wie sieht's aus, Ranger? Willst du eine weitere Fangprüfung? Nein. Jetzt kriege ich gar nichts. Schön und gut, so ein Minigame, aber wenn man nichts kriegt. Ein alter Mann wandelt er durch den Fliederwald. Ich frage mich, ob er in Ordnung ist. Ich hoffe nur nicht, dass das der Bärenhart ist. Er murmelt vor sich hin und ging in Richtung des dunklen Teils des Fliederwalds. War das jetzt der... Hat Spencer nie was auch nicht gesagt, du? Jetzt darf ich wieder nicht verlassen. So, jetzt waren wir überall. Ja, gut. Spencer hat nach dir gesucht, Sebi. Ich wurde nach Sommerlingen beordert. Sollten wir uns dort treffen, können wir unsere Mission zusammen in Angriff nehmen. Ich bin so einsam. Los, komm mit mir. Bernhard ist Knorke. Nein, ist er nicht. Das kann ich ja jetzt mal sagen. Nach dem letzten Livestream von Pokémon Ranger hat meine Stimme meinen Hals extrem gekratzt und geschmerzt. Und ich sage, es war wegen diesem Bernhard. Na, ja. Der hat mir Leid zugefügt. Oh, Sebi, du bist zurück! Und nein, diese Stimme war nicht schuld daran. Ha! Ich habe eine Mission für dich. Es gibt Berichte über einen älteren Mitbürger, der sich tief im Fliederwald verirrt zu haben scheint. Wetten, du hast irgendwie in meiner Uniform so ein Mikrofon oder irgendwie so ein Abhörgerät befestigt und hast jetzt gehört, was der Mann zu mir gesagt hat und jetzt tust du so auf, oh, ich habe selber gehört. Ich möchte, dass du ihn findest und dann in Sicherheit bringst. Das ist das Ziel deiner Mission. Als hätten wir gerade nichts anderes zu erledigen. So ein Gerücht nachgehen. Wirklich. Nein, Spencer! Wenn du ihn triffst, musst du seine Stimme benutzen. Deswegen habe ich alles abgeklappert, außer sein Haus. So. Der Beyblade. Wolltest du noch nicht nach Sommerlingen? Was willst du? Hallo, Sebi. Ich bin so einsam. Lass mich nicht in den Stich. Hörst du? Ich habe auf dich gewartet. Sogar das habe ich gemacht. Lass uns ein Stück zusammen gehen. Ich bin auf dem Weg nach Sommerlingen, aber ich bin nicht in Eile. Nee.
Außerdem ist es schon eine ganze Weile her, dass wir zusammen gearbeitet haben, oder? Verlass mich nicht! Ich kann das noch den ganzen Tag lang machen. Also begleite mich. Okay. Wenn das so ist. Fröhliche Musik. Mit dieser Verrückten hinter mir. Das macht einen Spaß. Wir werden unterbrochen. Entschuldigt bitte, Ranger. Habt ihr vielleicht ein kleines Mädchen in Begleitung zweier Pummeluff gesehen? Sie ist meine Tochter. Och nee, was du nicht sagst. Du heißt Vater? Dass das dann deine Tochter ist, hätte ich mir jetzt nie gedacht. Ich glaube zwar nicht, dass sie sich verlaufen hat, aber ich wüsste schon gerne, wo sie ist. Ein kleines Mädchen mit zwei Pummeluff? Hey, Sibi, weißt du, was das bedeutet, wenn wir diesem Mann hier das Mädchen stehlen, dann kann dieses Mädchen so gesehen als unser Kind gelten und wir sind dann eine Happy Family. Okay. Okay, kein Problem. Ich habe eh schon die Schnauze voll von diesem kleinen Gör. Macht, was ihr wollt. Ja. Ja. Wir verstehen uns. Okay. Okay, wir gehen noch tiefer in den Wald, also müssen wir sie sehr bald sehen. Natürlich können wir auch die Ranger-Basis verständigen, aber dann kriegen die von unserem Plan mit. Sind wir deppert im Kopf? Nein, natürlich nicht. Aber nein, das wäre wirklich zu viel der Mühe, Zwinker, Zwinker. Ich will endlich dieses Mädel loswerden. Sie spielt bestimmt nur Verstecken mit den beiden Pomelo. Vielen Dank für eure Besorgnis. Okay. Dann werden wir Eltern, wie es ausschaut. Mit dieser Verrückten. Hooray! So. Muss das Spiel mich so an der Hand führen? Natürlich, Sebi. Ich liebe es, deine Hand in meine Hand zu nehmen. Es ist so ein großartiges Gefühl. In dieser Richtung können wir tiefer in den Wald vordringen. Es gibt dort einen Ort, den man Labyrinthwäldchen nennt. Klingt voll bedrohlich wegen den Tieren am Ende. Ja. Da man sich dort schnell verlaufen kann. Normalerweise sorgt ein Ranger dafür, dass die Leute diese Informationen hier vor Ort erhalten. Aber durch die Situation mit der Bauerrockbande fehlen uns die Leute. Ja, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich will nur das Mädel haben. Schau, ein Pummeluff. How convenient. Es zeigt uns den Weg. Es ist Bestimmung, Sebi. Okay. Sebi, bitte. Was denn? Kann ich was dafür, wenn die so verrückt ist? Nein. Also lass mich. Da ist ein Ötropi. Das uns jetzt nichts hilft. Oder? Bringt sich das hier irgendetwas da unten? Ist das der richtige Weg? Oh, ein Morabel. Ein wildes Morabel erscheint. Wie er Seppi ausschaut. So. Och, come on. Was soll denn das? Hast du nicht gelernt, dass man nicht mit Dreck auf Leuten schmeißet? Schmeißet reden ich nicht können. Ich kann nicht reden. Holt mir eine Kanne volle Wasser. Dann schütte ich mir dieses Wasser in meinen Mund und trinke es und dann kann ich wieder trinken und reden. Das Zauberwasser. Hurra. Oh, sei doch nicht so nervig. Wie soll man es denn einfangen? Wenn es ununterbrochen. Ja, natürlich. Wo willst du flüchten? Und ich sehe auch selber, wie lange wir schon streamen. Aber das ist für mich kein... So, endlich. So schwer ist das nicht. Aber ich habe es ja heute schon gesagt, ich gehe heute wirklich nach Gefühl ran und ich möchte doch ziemlich viel heute aufnehmen. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht bis zur nächsten neuen Ranger-Basis machen wir heute. Vielleicht. Oder vielleicht auch mehr.
Schauen wir mal. Da ist das kleine Mädchen und sie weint. Unser erster Job als Family. Wir müssen es trösten. Hallo, Kleine. Was ist denn passiert? Ja, mein Pummeluff ist dort in den dunklen Teil des Waldes gelaufen. Jetzt ist nur noch ein Pummeluff bei mir. Mein Vater ist nicht hier und es ist dunkel und ich habe Angst. Keine Sorge, Kleine. Wir sind deine neuen Eltern. Wir lieben uns. Wir lieben dich. Es ist eine wundervolle Family, sag ich dir. So. Sebi, ich werde hier bei dieser kleinen Dame bleiben. Bitte kümmere dich um das entlaufene Pummeluff. Ha, die Mutter kümmert sich natürlich um die Kinder und der Mann muss die ganze Arbeit machen. So schaut das Geschlechterbild der modernen Zeit aus. Du brauchst nicht mehr zu weinen. Dieser nette Ranger wird dein Pummeluff finden. Er ist übrigens dein neuer Vater. Lass uns weiter etwas spielen und hier auf ihn warten. Der Mann muss arbeiten. Die Frauen gehören in das Zuhause und kümmert sich um das Kind. Also, wenn ich eine Family gründen möchte, möchte ich da schon ein anderes Bild haben. Ein ausgeglicheneres. Nicht wieder so stereotypisch. Ich hab hier das Sagen, halt die Klappe, Bitch. Okay, dann speichern wir mal ab. Warum höre ich nix? Warum hörst du nix? Hallöchen übrigens, aber das bringt nix, wenn du nix hörst. Damit wollte ich aussagen, vielleicht hast du unten im Stream einfach den Ton ausgeschalten, vielleicht musst du da einfach draufklicken. So. Du. Wie lange dauert das Sebi zur Basis? Ich habe doch keine Ahnung. Frag mich nicht immer, wie lang das zeitlich geht. Wie schon gesagt, ich möchte heute doch ein bisschen länger streamen. Falls das nicht in dein Kram passt, weil du andere Pläne hast oder früher schlafen gehen willst. Normalerweise schaue ich drauf, aber heute möchte ich doch aufnehmen. So. Düdü. Oh, da oben so niedlich. Du bist nicht niedlich. Aber das andere Viech, das so niedlich herumläuft, das ist nicht niedlich. Schau dich das an. So. Das wichtigste Mann eingefangen hier. Ach, come on. Wieder so ekelhaft da an der Ecke. Doch, Sebi. Passt, ich bleibe bis zum Ende, glaube ich. Ich bims ein Ente. So, hallöchen. Übrigens. Schön, dass du dich hierher legst. Und dir das Ganze hier antust. Bim, bim. Mann, so niedlich. So niedlich. Yes, Plussel gefangen. 3 Erfahrungspunkte oder 3 E-Punkte. Was soll mir das sagen? Was ist ein E-Punkt? Sehr mysteriös. Das ist in der Tat ziemlich groß hier. So. Fampi, los. Kümmer dich um diesen Baum. Schmusi-wusi. Oh mein Gott, das. Das ist aggressiv, das Bibo. Ah, jetzt fliegt es. So. Ich hätte es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Es könnte trümmern. Interesting, in der Tat. Dann würde ich sagen, weil ich wieder keine Plätze habe und ich gern noch ein Fampi haben möchte, dass ich mich hier so hochheile. Und das Fampi da oben fange. Komm her, du niedliches Viech. Ich muss aber schon sagen, bisher habe ich sehr viele meiner Lieblings-Pokémon gesehen hier. So. Yes. Und Fampi gefangen. Du. Ich mal gerade eine Träne.
mit einem Gesicht. Lol. Ah, jetzt muss ich an Tropfi denken. So, wie ist der? Was ist Tropfi? Wir hatten in Medienseminar irgendwie die Aufgabe gehabt, dass wir... Oh, wieder so niedlich. Komm zum Nu. Ich will dich fangen. Einfach, weil du so niedlich bist. So. Busch. Das kann zweimal hintereinander angreifen. Oh my goodness. Na, da mussten wir so ein E-Book erstellen für den Unterricht. Und da hat eine Gruppe so den Weg vom Wasser bis zu unserer Leitung irgendwie dargeboten und hat da so einen Regentropfen hergenommen, der die Kinder dann durch das Buch führt oder so. An das muss ich jetzt denken. Und so. Du, schon wieder so ein Bibor. Aber ich denke, du solltest eigentlich wissen, wie mein Leben gerade läuft. Und ich habe es auch vorher im Livestream angesprochen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, sondern das hier als Ablenkung haben. Deswegen, nope, lassen wir das jetzt. So. Und tut nicht so edgy herum. Das ist bei mir gerade sehr, sehr unpassend. So. Haben wir sonst noch irgendwo einen Baum? So viele Hydropen. Da unten was zum Zertrümmern. Ulala. So. Dann schauen wir, was da unten los ist. Oh, ein Schillock. Kein Schicki mehr, sondern ein Schickock. Was ist ein Schickock? Ich weiß doch nicht. Dann red nicht so herum. Ich find's auch irgendwie komisch hier, dass oft solche... ja, Sackgassen sind, wo einfach ein neues Pokémon auftaucht. Da erwartet man sich schon ein bisschen mehr. Über was sollen wir sonst reden? Ich weiß nicht, über was kann man denn so alles reden? Man kann über den Himmel reden. Smalltalk vom Feinsten, über das Wetter. Man kann über Socken reden. Falsche Richtung. Wie weißt du, dass die... Ja, wir haben es vorher da oben gesehen, aber wie weiß man, dass das die falsche Richtung ist? Also wirklich. Komm, ja, Pumbeluff. Wir können... über Socken reden, wie die aufgebaut sind, wie wurden die hergestellt, welche Farben, welche Formen, welche Muster können drauf sein. Wir können über diese ekelhaften Handschuhsocken reden. das finde ich komisch. Diese Handschuhsocken. Wisst ihr, was ich damit meine? Ist irgendwie so komisch. Ich habe nichts gegen Handschuhe an sich. Naja, wenn man rausgeht und so, wenn es kalt ist. Wenn man es einfach so im Sommer, weil es cool ist, so Handschuhe trägt, bin ich auch jetzt nicht der größte Fan. Aber so Handschuhsocken. Das ist irgendwie so komisch. Und ich kann mir das auch nicht wirklich gesund vorstellen. Oder angenehm. Ich möchte ungern voll. Nee, da lasse ich lieber das Bibor frei. Das kann ich mir auch ziemlich... Oh, da ist schon wieder ein Baum. Das interessiert mich jetzt nicht. Wetten, da ist jetzt noch ein besonderes Pokémon irgendwie drauf. In dem einen Baum. Handschuhsocken. Ja, das sind halt die Socken, die jetzt nicht... Sagen wir, das ist eine Socke hier. Das siehst du, Karma, jetzt leider nicht. Es ist halt ganz normal so... Da vorne ist halt jetzt nicht so betont und es ist einfach so zum Reinschlüpfen. Und so Handschuhsocken, da muss man genauso wie so in meinen Handschuh mit jedem Zeh in so ein Loch rein. Ne, für jeden Zeh gibt es da so eine Stelle, wo man so reinschlüpfen muss.
im Socken selber drin am Ende. Sowas gibt's auch. Und die fragen mich da, ist das nicht unangenehm? Wenn man das dauernd spürt, das muss doch irgendwie so einengend sein. Naja. Mein Bummeluff, 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 mein Bummeluff. Geht's dem Mädel noch gut? Ja, natürlich. Ich hab nix mit dem Mädel gemacht. Nee, 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 das war's. Das Mädel wollte nicht meine und deine Tochter werden. Und ich habe ihr dann eine Spritze gegeben. Nee, 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 sowas war sicher nicht der Fall hier. Ja, ja, ja. Pupu! Vielen Dank, Vater. Sie hat dich Vater genannt. Es ist Schicksal. Du hast sie mit Drogen vollgestopft. Was heißt ja Schicksal? Es ist Schicksal. Da du dein Pummeluff jetzt wieder hast, können wir eine Happy Family gründen. Okay. Wer seid ihr? Wir sind deine Eltern. Aber ich hab doch einen anderen Papa. Nein, hast du nicht. Okay. Los. Ich will in den Vergnügungspark. Das machen wir schon. Ich bin sehr, sehr glücklich geworden heute, Sebi. Weißt du das? Whatever. Warum reden die so viel? Auf Wiedersehen, Papa. Tschüss. Zick,